Claude Wild war 4 Jahre lang Schweizer Botschafter in der Ukraine. In einer Fernsehsendung sprach er über seine Erfahrungen und über die Position der Schweiz im Krieg. Schweizer Botschafter Neutralität sollte nicht sein, dass sie den Angreifer indirekt unterstützen. 14 Claude Wild war von 2019 bis 2023 Schweizer Botschafter in der Ukraine aufgrund von Neutralität. Die Schweiz darf keine Waffen an die Ukraine liefern. Weder direkt noch indirekt. Blöcke indirekte Waffenlieferungen. Beispielsweise direkte humanitäre Hilfe vor Ort mit unseren eigenen Programmen, sagt Claude Wild. 20 Mina Günther. Aus dem Grund war Claude Wild zwischen 2019 und 2023 der Schweizer Botschafter in der Ukraine. In einem Interview kommentierte er die Neutralität der Schweiz im Krieg. Dies ist für die Menschen nicht immer verständlich, aber die Arbeit der Schweiz wird besonders in den Gemeinden und in der Oblast Ukraine geschätzt. Claude Wild war bis 2023 der Schweizer Botschafter in Kiew. Die Ukrainer sind gut ausgebildet und kennen die Geschichte unserer Neutralität und verstehen unbedingt, dass wir nicht Teil der NATO oder einer anderen militärischen Bündnis sein können. Das Volk kann jedoch nicht verstehen, weshalb das Land auch indirekte Waffenlieferungen blockiert. Wild spricht von Neutralitätsfetischismus. Claude Wild sagt in der Show, dass man sich auch fragen kann, ob sich das Verfahren im Sicherheitsinteresse der Schweiz befindet. Neutralität sollte dazu dienen, Freiheit und Demokratie im Land zu verteidigen und die Sicherheit zu gewährleisten. Können wir unser Ziel mit der Position erreichen? Fragt Wild Security. Die Schweiz hat eindeutig das Interesse, dass die Ukraine den Angreifer zurücksetzen könnte. Die Schweiz wird jedoch besonders in den Gemeinden und Oblasten der Ukraine geschätzt, sagt Wild. Zum Beispiel direkte humanitäre Hilfe vor Ort mit unseren eigenen Programmen. Programme, die die Rekonstruktion der Ukraine fördern, werden ebenfalls von der Schweiz unterstützt. Schließlich fordert Wilde Forderungen, die Kriegsmanager müssen vor ein Tribunal gehen. Nach 4 Jahren findet eine Rotation statt, weshalb er in Zukunft Botschafter in Straßburg sein wird.